Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 2019. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Micha und der Mike. Moin Moin. Hi Leute. Jawohl, also es geht endlich wieder weiter. Zwei Spiele in dieser Party. Folge und wir waren in der Transferphase. Da habt ihr auch schon, haben wir schon einiges gemacht. Und wir zeigen euch natürlich auch in dieser Folge, was wir schon gemacht haben. Und es wird natürlich auch noch weitergehen. Also, spannende Spiele und mich auf jeden Fall mit SV Werder Bremen gegen Hannover 96. Und bei denen kommen jetzt auch wieder Folgen. Da gab es ein bisschen technische Probleme und so. Aber bei denen Infokarte abchecken, rübergehen und da die Folgen abchecken. Da seht ihr nämlich auch alles, was bei denen passiert. Gerade abgebrochen. Finanzen. So, können wir uns nochmal drum unterhalten. So, dankeschön. Also gut, ich habe jetzt für ihn ein Angebot abgegeben. Habt ihr jetzt ein Angebot gemacht, was du nicht ablehnen kannst? Alles klar. Ich habe jetzt für ihn ein Angebot. Wenn du das ablehnst, dann... Ey! Drück mal auf weiter, ich will Michas... Geht gerade nicht. Ich hab doch auf weiter. So, ja, ich war noch in der Unterhaltung mit meinem Vorstand. Die sind unwichtig. Nein. Toll. Ey, was ist gerade passiert? Muss er es jetzt annehmen? Er hat es akzeptiert. Was? 60 Millionen? Bist du bescheuert, Alter? Was ist und nur für einer? Was mein bist Vorstand du? Hat einfach gesagt, winken wir durch. Hä, bist du gerade richtig bescheuert? Ich kann mir Cristiano Ronaldo kaufen. Hast du jetzt 60 Millionen? Alter, was ist denn mit dir? Ich lass gleich kein Geld aus! Ich konnte doch nicht mal Nein sagen. Hey, woher hast du so viel Geld? Alter, warum hast du lachen, Mann? Ich will das jetzt wissen, was ist mit dir? Ich hab gar nicht so viel Geld. Mein Vorstand hat einfach nur gesagt, 60 Millionen, das nehmen wir an. Ich hatte gar keine Wahl. Hä? Sorry, Micha, du kriegst die 60 Millionen, ich hab nicht so viel Geld. So Leute, hier, ich hab mir bei diesem Spiel ein Angebot gemacht, da wird wahrscheinlich nicht angenommen werden von diesem Team hier, möchte ich jetzt nicht verraten. Er spielt auf jeden Fall auf der Rechtsverteidigerposition, da ist auf jeden Fall Bedarf bei uns. Und einem Stürmer habe ich noch ein Angebot gemacht. Und zwar dieser Typ hier, das Angebot wurde schon angenommen, er muss nur noch selbst annehmen, also quasi... Der Verein von denen hat schon angenommen, aber er muss noch selbst annehmen. Und ich hoffe, dass die uns weiterbringen. So Leute, wir haben gerade eine harte Verhandlung, die habe ich leider nicht mit aufgenommen, von Jan einen Spieler abgekauft, und zwar Davy Selke. Ich bin gespannt, wie der sich bei mir schlägt. Aber wir haben es auf Ratenzahlung gemacht und ich werde ihm da 7 Millionen dafür bezahlen. Wie gesagt, war eine harte Verhandlung. Er wollte nämlich eigentlich 10 am Anfang. Aber wir haben es geschafft. Wir haben jetzt zwei Stürmer, weil ich habe ja noch eine andere Verpflichtung gemacht und deswegen läuft das hoffentlich jetzt besser. Jetzt wird's verrückt, Leute. Gegen Leverkusen. Im Hinspiel 1:0 verloren. Im Rückspiel fahren wir mit einer guten Bilanz rein. Also wir haben die letzten 5 Spiele nicht verloren. Eigentlich hohe Erwartungen, leider. Trotzdem ist es natürlich Platz 4 und sehr, sehr gefährlich, gegen Leverkusen jetzt hier anzutreten. Wenigstens ein Unentschieden wäre für mich super. Mit dem Sieg würde ich sogar auf Platz 9 rutschen. Ich habe einfach nur Angst, Leute. Ich habe einfach nur Angst, weil wenn ich verliere... auf 8 rutschen. Auf 8 sogar? Okay, krass. Ja. Ja, aber... Oder? Nee, auf 9. 9, okay. Halt, stopp, 9. Halt, stopp. Ja, ihr müsst auf weiter drücken, dann geht's hier auch schon los. Keine Zeit verschwenden. Tut mir jetzt ein bisschen leid mit Micha. Ja, aber jetzt ich hoffe jetzt hab. Auch nicht mehr leid zu tun. Guckt Michas Folge, Leute. Ich lasse meinen neuen Stürmer hier spielen, den ich mir gekauft habe. Habe ich ja vorhin eingeblendet. Ansonsten habe ich echt, ich habe nur Hoffnung. Es muss irgendwie klappen. Ich habe keine Ahnung. Wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Also meine Erwartungen sind nicht mal so hoch wie eure. Das ist so ein bisschen das Problem. 6 Punkte Abstand ist für mich okay. Ist das so? Ah. Ja. Eieiei. Ei, ei. Also alles, sehr was. Sehr frühes Gegentor. 1:0 Leverkusen. Wuhu! Echt? Ich sehe.
Bei mir passiert nichts. Bei mir steht Warten auf Mike Let's Play. Läuft bei dir. Ich finde natürlich auch nicht gut, dass Leverkusen gewinnt, aber... Es war eine kleine Revanche. Jetzt ist gerade bei mir das Tor gefallen. Ja, und bei mir ist pausiert, weil du reingegangen bist wahrscheinlich. Oder keine Ahnung. Oh, jetzt Freistoß. Zack. Ja, Freistöße können die gar nicht. Das ist echt schlimm. Komm schon. Mindestens unentschieden. Ja, habe ich ja gesagt. Aber gerade drückt nur Leverkusen. Und dann köpfen die den so raus, Alter. Was ist das denn? Ja, Abseits, ganz klar. Er stirbt komplett. Nein! Oh, Mann. Mann, ey. Aber es kommt doch. Bist du ja schon auf einem Regional. Ja, klar. Es kommt doch nur Leverkusen gerade. Was ist das für eine Verarsche? War dein Eckball noch nicht mal ein Highlight? Oh, wow, 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 wow. Jetzt. Jetzt aber. Player, was war das für ein Abstoß? Und da unten ist Raphael. Ja, Mann. Anschlusstreffer. Schnelles Tor. Schön war es auch, ja. Aber vor allem schnell, auch. Das ist super. Player und jetzt, oh ja doch, aber Raphael, was macht so der Torwart darf man auch Spieler nicht alleine stehen lassen. Komm, weiter so. Aber noch keine gelbe Karte. Alter, das stimmt. Aha. Das fällt mir jetzt erst auf, was ist das denn? Oh. Oh. Ja, gejinxt und so, ne? Hätten wir das mal nicht angesprochen. Nein. Verpiss dich. Oh. Ja, stark. Sommer, was ein Bies. Ja, gut. Im Kopf abgefangen. Ja. Okay. Das schade. Ist es gewesen, glaube ich. Ja, sagt zu wahrscheinlich. Schade, schade. Aber war noch stark gehalten und dann... Ganz ehrlich, das ist echt krass, wie die ganze Zeit gedrückt haben. Ich habe eigentlich eine Taktik, die genau das machen soll, dass die nicht drücken. Schade, Leute, schade, Leute. Mal gucken, wie es gegen Leipzig läuft. Ja, 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 schade, echt. Gut, sie waren halt deutlich besser, aber naja. So, 5 Spiele in Folge ungeschlagen und dann jetzt gegen Leverkusen. Gegen Dortmund bin ich nicht mal, habe ich da nicht mehr verloren, jetzt gegen Leverkusen. Naja, mal gucken, vielleicht können wir wieder eine ungeschlagene Serie aufbauen, ich bin gespannt. Wäre auf jeden Fall sinnvoll, weil wenn wir jetzt gegen Leipzig wieder verlieren... Ja, das mit meiner Jobsicherheit ist halt nicht so geil. So, liebe Leidl, wir spielen jetzt hier alle gleichzeitig 20:30. Alle Mannschaften, nicht nur wir gleichzeitig, alle Mannschaften 20:30. Das ist quasi noch das Hinrundenspiel in der Rückrunde. Das, was wir noch nicht bestritten haben. Und dann müssen wir nochmal gegen die jeweiligen Vereine. Also ich muss nochmal gegen Leipzig spielen in der Rückrunde. Micha nochmal gegen Bayern und Jan nochmal gegen Hannover. Wie gesagt, ja. Zu mir kurz, ich gegen Leverkusen jetzt verloren, Leipzig ist, würde ich mal sagen, keine einfache Aufgabe, Platz 2 in der Liga, Form exzellent, letzten 5 Spiele, 4 gewonnen, ein Unentschieden, das Unentschieden war gegen Bayern, ich würde mal sagen, dass das eine ordentliche Aufgabe wird, gut, wir probieren's. Und dann schauen wir mal. Für Micha wird es, glaube ich, nicht viel besser. Nein, Leipzig kommt jetzt auch mal. Erst drin. Erster Schuss, Leipzig. 1:0. Leck mir doch die Klöten. Glück für Bremen. Bei mir ist Halbzeit. Das ist bei dir ist Halbzeit. Ich bin in der 20. Minute. Ey, Mann, ey, das geht mir so am Sack. Wir sind eigentlich hier gar nicht so schlecht dabei, weil wir drücken. Erste Chance für die. So. Einfach rein. Alle sehen extrem begeistert aus. Zweite Halbzeit ist angepfiffen. 2:0 Leipzig. Innerhalb von 2 Minuten 2 Tore. Raphael, bitte. Nee, was war Bayern, das für ein Scheiß? Lewandowski. Ganz ja, knapp. Genau, oder? Was ist das denn schon wieder für eine Verarsche? Ich habe 3-mal auf den Torwart geschossen. Er hält 3-mal aus verschiedenen Positionen. Was für ein Biest ist das denn? Ja, 3:0 Leipzig. Okay, ich hab verloren. Steht 4:0 für Leipzig. Obwohl es hier meiner Meinung nach hätte das gibt's nicht. 2:2 stehen sollen. Ist jetzt viel, so viel besser, das weiß ich nicht, aber Hauptsache Lewandowski ist erstmal weg. 5:0. Ich hab gegen Leipzig
5-1 verloren. Ja, aber was für Tore hier passieren, das ist lächerlich. So, Halbzeit 2-0. Weißt du, der eine Leipziger schießt meinen Gladbacher an, der Torwart springt trotzdem und dann rollt der Ball zum anderen Leipziger, der komplett vorm leeren Tor steht. Ich weiß gar nicht, ob das so Selke war mit seinem ersten Saisontor. Taktik. Aber das bringt jetzt hier nicht mehr viel Hoffnung. Taktik. In der 70. Minute. Dann unterstützen. Aber Selke macht direkt mal ein Tor bei mir. Jetzt nochmal Neuer. Komm. Pfeif ab. Ich will das zu 0 gewinnen. So Leute, wir sind am Ende der Folge angelangt. In der Infokarte können wir natürlich nochmal zu den anderen und da könnt ihr alles nochmal von den anderen Folgen abchecken, was da so alles in dieser Folge passiert ist. Bei denen auf den Plätzen. Wieder sehr, sehr spannend. Hier sehen wir nochmal auf der linken Seite die Tabelle. Also alles doch noch sehr dicht aneinander insgesamt. Aber doch sind wir drei ein wenig auseinandergerutscht. Das ist spannend und es wird noch spannender. Deswegen schaut auch bei der nächsten Folge vorbei. Da kommt ihr auf der rechten Seite hin. Außerdem auch zur Playlist. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.